Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um die Baderoutine von Mel. Es wird Zeit, dass ich sie mal wieder bade und deswegen wollte ich euch heute einfach mal mitnehmen. Ja, ich habe hier schon alles aufgebaut auf dem Wickeltisch. Und zwar habe ich hier ein Handtuch, das liegt hier auf der Wickelunterlage. Da werde ich sie gleich rauflegen und dann nachher mit abtrocknen. Hier habe ich das gleiche Handtuch nochmal, das nehme ich aber als so eine Art Waschlappen dann. Hier oben habe ich eine Schale mit Wasser, nur mit Wasser, nichts anderes. Und hier liegt das nächste Outfit. Heute gibt es einfach nur ein Langarmbody. Und nach dem Baden gibt es bei uns immer einen Overall, weil der ist am wärmsten, damit die Babys nicht so auskühlen. Und am kuscheligsten einfach. Und deswegen gibt es heute einen Overall. Also immer nach dem Baden gibt es einfach ein Overall für die kleinen Babys. Diese Kästen von Ikea, die habe ich ja hier am Bett. Nochmal, die hängen hier. Die kommen nachher hier so an den Rand. Aber hier ist der Wickeltisch noch nicht ganz fertig. Hier kommt halt noch so eine kleine Erhöhung ran. Und dann werden die hier rangehängt. Also nicht wundern, warum die Schüssel jetzt da steht. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. So, ich werde die kleine Maus jetzt mal umziehen und dann zeige ich euch mal, wie wir das so machen. So, ich lasse die Kleine jetzt mal in der Windel, weil wir können ja sowieso nur ihre Arme und Beine und so machen. So, und dann habe ich hier halt das, den Waschlappen sozusagen. Und hier oben steht das Wasser über euch. Und dann mache ich jetzt einfach mal so eine Ecke nass. Und dann waschen wir sie einfach mal ein bisschen. Da müsst ihr ganz, ganz vorsichtig sein, dass ihr irgendwie Babys beschädigt oder so. Und mir kommt es beim Baden auch einfach nur darauf an, dass der Staub weg ist. Und das sah wieder ordentlich aus. Das an sich Baden wäre auch schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch abdrücken, aber da wir so wenig Wasser nehmen, ist sie schon getrocknet. Der Kopf noch ein bisschen. Dann ist sie noch trocken, dann können wir sie schon wieder anziehen. Sie bekommen dann wieder die gleichen Socken an. Zack, 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 zack.
Und dann gibt er den Overall. Mütze auf, damit die nicht unterkühlen. So, und dann ab ins kuschelige, warme Bettchen. So, meine Lieben, und dann war es auch schon. Das war unsere Badroutine von Mel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, für mehr Routinen oder irgendwie solche Videos könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.